du hast nicht so viel Power. Naja, macht ja nichts. Kann man nicht jeden Tag so viel Power haben. Jaxi genießt schon die Aussicht. Servus und guten Morgen. Wir sind hier am Parkplatz vom Schloss Linderhof in Ettal. Ich habe jetzt 3 Euro gezahlt. Ist okay. Tut nicht weh. Jetzt geht's hier Richtung Wanderparkplatz. Jaxi ist natürlich auch mit dabei, mein Co-Pilot wieder. Erstmal pinkeln, gell? Kann ich verstehen. Und zwar hier, ist schon angeschrieben, Brunnenkopf. 2,5 Stunden. Jawohl. Schauen wir mal, wie es heute vom Schnee her ist, ob man hochgehen kann. Weil es ja ein bisschen Kraxelei auf dem Brunnenkopf zum Schluss noch. Aber we will see. So, warm gelaufen habe ich mich. Die erste Schicht ist runter. So, jetzt kann es weitergehen. Ich will anscheinend heute noch keine nassen Pfoten. Hier komm. Dass man zum ersten Mal durchs Wasser geht. Bist du halt eine kleine Diva? Ha? Kleine Diva? Oder ist das Wasser zu kalt? Jack ist halt eine Diva. So, da haben wir den ersten Schnee. 1152 Meter und 200 Höhenmeter bin ich bis jetzt. Reicht schon wieder, oder? Bisschen im Schnee rumstapfen. Für den Anfang. Kleiner Tipp von mir an Hundebesitzer, packt eure Scheiße in 2 Beutel, weil ich hatte schon das Problem, bei einem Beutel, auch wenn nichts ausläuft oder so, dass dann entweder der Rucksack oder die Jacke stinkt dann alles nach Scheiße. Der kleine Mann kann so stinken. Deswegen mit 2 Beuteln passiert das nicht. Jack's in seinem Element Schnee. Also zur Not habe ich noch einen Schneeanzug dabei für ihn, damit der Schnee noch viel höher wird. Und man sieht schon mal ein bisschen die Berge.
Sechsmal wieder Abenteuer. So, Bohnenkopf, 30 Minuten, hier lang geht's. Da hoch geht's dann zum Hennenkopf, Pürschling und zum Laubeneck. Die Sonne kommt. So, kleines Päuschen, Sonnenbrille ausgepackt, nächste Schicht ausgezogen und, ganz wichtig, eingecremt. Nicht nur für Tätowierte, sondern auch für Nicht-Tätowierte, aber für Tätowierte. Und noch wichtiger, jetzt bin ich dann echt gespannt, wie es beim Gipfelanstieg ausschaut. Schön. Da haben wir die Bohnenkopf-Diensthütte. Mal auch noch mal einen Blick auf die andere Seite. So, bin jetzt bei der Brunnenkopfhütte angelangt. Da hoch wird es jetzt dann weiter zum Brunnenkopf gehen. Jackie genießt schon die Aussicht. Der Schnee war bis jetzt schon ziemlich tief und der obere Teil vom Gipfel ist ja dann felsig und da muss man ein bisschen hochkraxeln. Ich gehe jetzt einfach mal und schaue, wie tief der Schnee ist. Wenn nicht, kann ich immer noch umdrehen. Ansonsten, hier ist eine schöne Bank direkt für uns. Alpine Erfahrung, gell? Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Mega. Mega. Jackie wälzt sich im Schnee. Jack tut sich schwer. Ah, nee. Okay, also bis hierhin und nicht weiter. Weil jetzt geht's dann schon in knietiefen Schnee und nee. Ein Versuch war's wert. Aber trotzdem tolle Sicht. Dann werden wir uns das Bänkle schnappen da unten und es gemütlich machen. Ja, Jax hat sich das letzte Stück hier hoch jetzt auch geplagt. Das war auch sehr anstrengend für ihn, kann ich verstehen, kleiner Mann. So,
So, wir haben jetzt circa eine halbe Stunde Pause gemacht. Und, hoppala, jetzt gehen wir wieder runter. Ich habe mir jetzt wieder eine Schicht angezogen. Jetzt wird es dann wieder ein bisschen kälter. Genau, Handschuhe auch. Ja, an den Händen friere ich immer zuerst. Und ich habe schon mal Jaxys Trage rausgeholt. Weil ich weiß ganz genau, der läuft jetzt ein Stückchen und dann irgendwann streikt er. Und dann habe ich keinen Bock, das Ding rauszuholen, wenn es irgendwo ganz unten drin ist. Jaxy, da lang. Tschüss, schöner Ausblick. Wir gehen wieder runter. Kalte Füße habe ich auch noch, aber ich habe Wechselsocken vergessen. Scheiße. Ich probiere jetzt gerade mal verschiedene Methoden aus hier beim Jaxy. Also vorne war scheiße, jetzt probiere ich mal die Umhängetasche-Methode. Schauen wir mal. Dann nochmal auf die andere Seite der Blick. Und man sieht schon, ja, die Sonne zeigt ihre Wirkung. Schmilzt. So, jetzt habe ich ihn wieder runterlassen, den Jaxy. Weil ich habe mir jetzt noch mal wieder was ausgezogen, weil jetzt wird es wieder warm auf dem Weg nach unten. Jetzt haben wir den Schnee schon fast hinter uns, bloß noch so ein paar einzelne Schneefelder. Ich habe vorher auch was zum Trinken dabei, gell? Also ist lieber Schnee, gell? Jaxy, ich glaube, heute ist nicht dein Tag, gell? Das habe ich heute früh schon gemerkt. Du bist heute, hast nicht so viel Power. Naja, macht ja nichts. Kann man nicht jeden Tag so viel Power haben. Denkst du, wir Hallo sagen, oder? Sag mal Hallo. Heute war es eher eine wirkliche Runde für uns. Allein der Jax, der war heute in voller Topform und bei mir auch. Bei mir tat den ganzen Raufweg die linke Ferse weh und deswegen war es heute eher gemütlich. Aber richtig schönes Wetter, Marit. Mal wieder Sonne, es tut echt gut. So ihr Lieben, wir sind wieder im Auto. Jetzt kann der Jaxy schlafen. Und ja, war trotzdem eine schöne Runde bis zur Brunnenkopfhütte. Kann man auch gut im Winter machen. Und wenn nicht so viel Schnee liegt, dann kann man auch noch den Brunnenkopf machen. Je nachdem, aber wie gesagt, der Gipfelanstieg, der ist dann ein bisschen Kraxelei noch. Da muss man dann aufpassen, dass nicht, ist ein wenig heiß, dass nicht so viel Eis oder Schnee drauf liegt. Ja, ansonsten hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Mal die ganzen Daten hier noch einblenden und ja, ich hoffe, meine Schuhe trocknen wieder bis morgen, weil morgen geht es wieder weiter, geht es wieder auf Tour, genau, und ja, dann seht ihr jetzt noch die Vorschau auf das nächste Video und dann sehen wir uns hoffentlich da. Viert's euch, schönen Tag noch oder schönen Abend, wann auch immer ihr das seht. Viert's euch.